So Leute, ich bin hier auf dem Weg zu Matthias. Soll heute zum Fiedern gehen. Ja, der erste Ansatz für 2020. Wir schreiben Ende Februar, die Natur ist schon sehr weit. Ja, die Knospen, die Blätter, die kommen schon alle raus. Wir sind dieses Jahr früher als erwartet. Und deshalb bin ich mal zuversichtlich, dass die Wassertemperatur schon an die 6 bis 8 Grad haben sollte. Und da bin ich mal gespannt, ob was geht. Ja, heute haben wir Regenwetter, richtig ekelhaft, und ich hoffe, dass es noch aufhört. Ja, und dass wir vielleicht ein paar schöne Fische überlisten können. Also, bis gleich. Thermometer ist das Wichtigste. Das wird jetzt erstmal einmal getestet, wie viel Grad wir heute haben. Und dann schauen wir mal. Da wäre das Thermometer fast reingerutscht. Scheiße. Ja, Tobi, so sieht das sehr schön ruhig aus. Dann wollen wir mal gucken. Soll die Wassertemperatur hier heute 7, 8 Grad haben, dann versuchen wir den Anfang hier zu starten. Sollte die Temperatur nur 5 Grad haben, dann fahren wir nach Hause und legen uns ins Bett. So, dann werden wir jetzt erstmal schon mal das Ding rausholen. Matze, zieh mal am Strang. Ja, weiß ich auch nicht. Alles voller Knoten, Knoten. Ja. Was? 6 Grad? 6 Grad? Ach du Scheiße, dann können wir nach Hause fahren, du meine Güte. Was sagst du dazu? Ich bleib hier. Du bleibst hier? Versuchen wir unser Glück. Auf geht's. So, wir sind endlich angekommen. Matze ist wieder am Essen. Ist noch nichts Neues. Ja, die Ruten sind drin. Matze hat zwei, ich habe zwei drin. Eine mit Mais, eine mit Made. Meinen Mais habe ich ein bisschen auftreiben lassen. Und jetzt heißt es warten, warten, warten. Es ist sehr windig, bedeckt, regnerisch. Und Wassertemperatur 6 Grad. Ja, hoffen wir mal, ob wir heute den ersten Frühjahrsfisch erwischen können. Zielfisch ist der Karpfen. Und ja, gucken wir einfach mal. Eben gerade hier meine rechte Rudel kurz. Ich weiß auch nicht, was es war. Für was der Wind? Definitiv der Wind. Scheiße. Ja, wir gucken mal. Ne? Gestern waren wir ein bisschen los, haben wir einen Hecht gefangen. Und vielleicht werden wir heute noch ein bisschen braten. Eine kleine Pfanne haben wir mitgebracht. Ja, wenn der kleine Hunger kommt, wir schauen mal. Gut, dann schon mal viel Spaß. So, Leute. Nun geht's hier erstmal abwärts. Ein bisschen den Futterkopf füllen. Was hast du da dran? Das ist auch so ein dunkles Futter. Ist im Winter perfekt. Bloß nicht zu hell wählen. Bisschen Hanf drin. Ja. Ist der Hartmais drin oder was? Nee. Nee? Geheimpartikel. Geheimpartikel. Ja, sieht lecker aus auf jeden Fall. Und
Mais. Ja. Und Mais. So. Dann, auf geht's. Nee. Erstmal Schnur befreien hier. Was ist das für ein Schnur da jetzt heute? Nur Dreck heute drin. Ja. Ja, die Fische lassen auf sich warten. Ja. Aber wir haben Zeit. Und wenn wir 2 Wochen hier sitzen, irgendwann wird der Karpfen schon vorbeikommen. Ja, ja. So, Feuer. Halleluja. Ah ja. Dicht, ne? Perfekt. Was für die Karpfen, die kurz vom Land dran sind. So, ich habe jetzt ein bisschen Mais hier angeboten auf einen kleinen 8er Haken oder 12er, kann auch sein, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, mit Mais, kleinen Auftriebskörper, kleine Bleikugel, damit er leicht auftreiben kann und halt ein bisschen Futter. Da habe ich mir ein bisschen was vom Hanf, ein paar Haferflocken und klein gecrushtes Toastbrot. Brauchen wir noch nicht mal feucht machen, einfach nur schön reindrücken und fertig ist die Sache, löst sie super auf, gibt eine perfekte Wolke. Ja, richtig cool. Mal gucken, ob die Fische das heute wollen oder ob die Fische überhaupt beißen heute. Oh ja, schmeckt lecker, ja? Richtig lecker, alter Schwede, da verpasst ihr was, Leute. Oh ja, solange kein Fisch beißt, ne? Wird hier fleißig gegessen, was es Zeug hält. So, der Matze hat einen Biss, ein bisschen gezubbelt, mal gucken, ob überhaupt was dran hängt. Die Strömung ist ganz schön doll heute. Oh, da hängt ein Fisch dran. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Blinke. Was ist das denn? Hey, ein Weißfisch. Was ist das denn? Das ist ja cool. Ein Köderfisch. Perfekt. Ja, geil, wie zum Fisch. So, Leute, wir haben den ersten Bisszupfer auf der Fiedermontage mit Made. Doch, Fisch ist dran. Jawohl, der erste Fisch. Oh, ausgestiegen. Das war ein Brasen, glaube ich. Ja, schade, so kann es gehen. So, Leute, der erste Fisch ist ausgestiegen mit Made. Der Haken ist auch nur ein 16er, der ist aufgebogen. Scheiße. Jetzt habe ich gerade die Montage neu ausgebracht und irgendwie zubbelt schon wieder an der Route. Ich bin gespannt. Oh ja, ist was bei. Und dabei haben wir keine Maden mehr, wir haben nur Caster dabei. Leben am Limit. So, Leute, neues Glück. Tauwurm. Ja, alles ausprobieren. Wir haben vergessen, die Mahn zu kaufen heute. Also muss der Wurm jetzt hinhalten. Oh, ich habe kein Futter reingemacht. Das ist egal. Die finden den auch so. Mann. Das ist schon der dritte Biss heute. Bei so einem miserables Wetter. Hört doch nicht mehr auf zu regnen. Da vorne noch so schön und jetzt? Verdammt. So.
Und mal gucken, ob wir den kriegen können. Diesmal habe ich ein bisschen größeren Haken dran. Schauen. Schauen wir mal, ne? Doch, Fisch ist dran. Ah, oh, wieder ab durch. Glaub das nicht. Das ist doch wohl zum Kotzen. Das macht doch keinen Spaß. Mensch. Keine Ahnung. So sieht es noch gut aus. Eine Mal ist dran geblieben und der Wurm ist weg. Naja, weiter geht's. So, Mats hat einen schönen Biss. Schön, schön. Gucken, ob wir ihn kriegen können. Ja, Fisch hängt dran. Oh nein. Okay. Ist noch dran. Ich dachte schon. Ist das ein Karpfen oder was? Kommt aber gut mit hier. Okay, das haben wir gar nicht aufgebaut, ne? Kleiner, schöner Karpfen. Spiegelkarpfen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir ihn kriegen hier. Das ist ein Maiskorn. Ey, so ein kleiner, ne? Krawallmacher, du. Geil. Hätten auch eine Flinte mitnehmen sollen, ne? Dann hätten wir schon gelandet. Alter Schwede. Jawohl! Petri heil! Ja, Mann, endlich du! Geil, schöner Karpfen. Optimal. Schöner Spiegelkarpfen, schöner Frühjahrskarpfen. Lang gedauert, aber jetzt ist er nicht da. Petri heil! Ja, vielen Dank! So, das war das Angeln auf Frühjahrskarpfen. Einen konnten wir erwischen. Eine Matze. Ja, unten Plätze. Und ich habe nichts gefangen. Ja, manchmal ist das so. Wassertemperatur hatten wir heute 7 Grad. Und ja, könnt trotzdem zufrieden sein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt es ein Gefällt mir, abonniert uns und dann ja, bis zum nächsten Mal wieder.